Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu meinem Vlog. Ich gehe jetzt mit Eli Geller auf die Batman-Premiere. Da sind auch Leute wie Knossi, was weiß ich alles. Da filme ich ein bisschen und danach geht es auf den Geburtstag von Zelle. Kennt ihr bestimmt. Lasst ein Like da, ihr Lasst ein Abo da, ihr Macht die 15.000 Likes voll. Ich gehe jetzt Eli Geller ab und dann fahren wir weiter. Hier der Outfit-Check. Yay. Ich habe mir eine neue Tasche geholt. Ich liebe sie. Um 17 Uhr soll ich ihn abholen. Juppie. Hier krieg ich gleich wieder eine Ansage. Schnauze. Eli Geller ist wieder zu Hause. Leute, es ist wieder 20 Minuten mehr auf den zu spät kommen Konto. Ewa! Ewa! Sehr respektlos, sag ich dir ehrlich. Das ist scheiße von dir. Das ist kacke. 17:20 Uhr. Verkehr. Unangenehm. Nein, ist kacke. Wir sind jetzt vor der Mercedes-Benz-Arena direkt. Hier ist der ganze Spaß. Eli Geller hat Schluck auf. Und der Film geht 3 Stunden. 3 Stunden erziehen wir verspätet. Ich dachte, das Ding geht 2 Stunden. Musst du dir 3 Stunden reinziehen, das Ding. Ja, ich guck mir den aber gerne, weil der hat auch Druck. Christian Bale, super Batman gewesen. Christian war gut. Robert Pattinson, bin ich gespannt, was der machen kann. Ja, Robbie ist halt aber mehr, 3 Stunden, mehr für oder? Action, ne? Das ist Knocki. Ey, manchmal hat gerade Knocki. Ich hab gerade versucht anzurufen. Knocki. Die haben seit 2 Tagen nicht geschlafen. Aber jetzt ist die Frage, wenn können wir ein paar Videos von dir gucken, weil damit spätestens einer einschlafen. Vielleicht die Bei meinen glaube ich nicht. Knocki, was ist jetzt, Knocki? Lass ein bisschen beim FIFA berieseln. Da pennst du ein, Alter. Guck mal, professioneller YouTuber, haben so eine Kamera. Und ich bin hier mit Mandy. Das reicht. Low Budget Influencer. Wir wurden eingeladen, um heute den neuen Batman-Film zu sehen. Knocki ist auch hier. VfB Stuttgart. So laufen die Placements. So laufen die Placements. Man muss sich das vorher nochmal angucken. Ey, Boys, ich bin eingeladen. Das ist das Batmobil, Junge. Klimazlat. Guck dir an, die haben's gebaut. Ich bin beim Screening vom neuen Batman. Die Fußballer sind auch da. Die Bros vom HSV. Wir sind alle am Start. Das Geile ist, das ist ein Screening. Wir werden jetzt schon ein Fest. Es wird krass, Batman! Das ist das längste Placement aller Zeiten. Ach du Kacke. Knocki! Das ist Alfie Hardcore von DSDS. Yeah, Alfie Hardcore. Wicked! Das ist Alfie Hardcore. Alfie Hardcore. Yeah. Alfie Hardcore. Irgendwie mag er mich nicht. No. Alfie Hardcore. No. Wicked. Wicked, stimmt. How much is a fish? Yeah, Alfie Hardcore. Yeah. Alle! Yeah, Alfie Hardcore. Wicked. How much is a fish? Wicked. Da waren wir DSDS. Weißt du das Wie weit ist er gekommen? Weißt du das nicht? Ja. Kennst du ihn? Ich kenn ihn. Ich kenn ihn. Ja. Kennst du ihn nicht? Ja, ich kenne ihn natürlich. Einmal war ich da. Hey, wieso kennst du ihn nicht? Dieter Bohlen, Digga. Sidney sagt mir gar nichts. Sidney Efka? Musst du auch nicht kennen. Vom HSV? Vom HSV? HSV-Spieler, ja. HSV? Ja, ich hab leider 3-2 verloren. Leider. Aber ich hab Tor gemacht. Was? Ich hab Tor gemacht. Oh, da müssen wir ein Tor erfüllen. Ja, klar. Ja, freilich. Machst du von uns eins? Lachen, Wicked. Ja, wunderbar. Freie Geschichte. Und? Ist gut geworden? Kannst du noch eins machen? Ja, das war nicht so gut. Das war nicht so gut. Soll ich machen? Ein Bild, ja. Pass auf die Kappe auf. Oh. Die Kappe. Wicked. Das ist Hamburgs neue Zukunft. Welche Position spielst du, glaube ich? Ah, das ist super. Ja, das ist gut. Zeig mal. Na, im Sturm nicht, glaube ich, nichts. Groß, athletisch. Haben lang. Haben 3 Beine? Hast 3 Beine? Naja. Verteidiger auch nicht. Richtig. Doch, Innenverteidiger. Innenverteidiger. Aber manchmal auch Außenverteidiger. Ja, aber auch manchmal auf der 6. Hast du eigentlich auch Autogrammkarten? Nee, leider nicht dabei. Leider nicht. Auf Rotteppich so. Hast du noch ein anderes Outfit dabei? Wie findest du die Jacke? Ah, was? Die ist nice. Gell? Die ist ein bisschen flashy, so overstyle zu meinen Augen. Oh ja, erzähl mal, wir machen Outfit. 700. 700? Schuhe? Weiß ich nicht, was kosten die? 40. Supreme, Nike, kosten die bla. Ah nee, warte mal, muss ich an der Stelle, Crops München, haben die mir Crops so bekommen, ja. Placement. Auch bei der Jacke muss ich ehrlich sagen, die habe ich mir auch erbettelt. Ich habe unter Bild gepostet, braucht die Jacke, hat er einfach geschickt, nicht, dass ich ja den dicken mache. Also habe ich von Wadi Tim damals auch. Ich habe eigentlich gar nichts gekauft. Ich will nicht neben dem sitzen. Hast du nicht gesagt, du willst in der ersten Reihe sitzen mach im den, Kino? Ja. Müde, Alter. Mach mal. Bist du nicht so ein erster Reihe-Sitzer? Meinst du? Wieso sitzt du erste Reihe? Ich sitze immer vorne. Reihe 4 ist bodenlos. Krieg ich Nackenschmerzen. Gott sei Dank, vorne. Nee, Digga. Was siehst du keinen? Eli. Weißt, guck ihn dir an. Hä? Aber die ist auch komisch. Was ist denn das? Ich glaube, du musst ihn über den Kopf ziehen. Hä? Ah, wir sitzen doch hinten. Nein, erstmal das Ding. Super. Schade. Weiß ich nicht. Ich lasse es nur. Knossi will in der ersten Reihe sitzen. Erste Reihe. Ja, ich lasse es. Das Ding. Wir haben jetzt hier noch Picks gemacht mit Knocki. Der hat einen richtigen Schaden, Leute. Und hier gibt's gratis Oreos, Leute. Ich werde mir so viele mitnehmen fürs Kino. Wohin gehen die Oreos? Direkt in die Plauze. Lass es. Sidney, langsam musst du ein bisschen. Du hast safe mehr Bauch als ich. Nein. Doch.
Das sind wirklich, also Real Talk, das ist schon ein bisschen weg. Oh, ja, wir können hier einfach vor Frankfurt nehmen. Man kann hier Sachen nehmen. Ja, cool. Da ist Schlümpfe drin. Hey, die haben keinen Jackie Cola. Schade. Jackie Cola nicht da? Nee, das müsst ihr bezahlen. Also Popcorn. Ah, ich nehme einmal die Chicken Strips. Die werden nicht mehr bezahlen. Also Popcorn und Nachos. Dann nehme ich doch keine Chicken Strips. Okay. Jackie Cola habt ihr nicht. Jackie Cola habt ihr nicht. Hat einer die Ron Belecki alle. Ich finde, Sydney sieht immer irgendwie lost aus und immer auch so dumm und auch besoffen und wie so ein kleines, besoffenes, dummes Kind. Das macht gar keinen Sinn. Guck mal, wie du aussiehst, so voll komisch. So, er hat gerade seine Nachos abgegeben und hat dann gesagt, ich habe ein Problem und ist dann einfach weggelaufen. Wo sind wir, Reihe? Mein Schatz? Hier. Komm, mein Engel. Hier sind unsere Plätzchen. Wenn jetzt hier wirklich bei öffentlichen Kinos, wenn Leute rumschreien, dann kriege ich immer einen Nervenzusammenbruch oder reden in einem Film. Wenn die das jetzt hier auch machen, dann raste ich aber wirklich aus. Was der Mann die ganze Zeit machen wird. Du wirst richtig laut sein bestimmt. Nein, ich liebe Batman. Kannst zwischendurch so, du musst jetzt mal die Kamera da so... Aber ich werfe mich auch... Ich schwöre, wenn du mit deinem Maul hältst, kriegst du von mir in die Schnauze rein. Ich sag's dir ohne Scheiß. Ich sag's dir einmal, machst du das nochmal, knallst. Du Wichser. Arschleck, krieg da in die Fresse rein. Wie alt bist du, Knossi? Warte. Ich will sag mal kurz dein Guess. Knossi. Ich sag 34. Ich sag 36. So, was sagst du, wie alt das? Ich sag, du? Ich bin? 24. Das ist richtig. Echt? Und ich? 22. 23. Okay, jetzt rate du, wie alt Knossi ist. 36? 35? Richtig. Wirklich? Richtig, ja. Oh, ich wollte 29 sagen. Und er meint davor 40. Nein. 29 Jahre jung siehst du aus, Knossi. Ihr seid meine Söhne. Weiß ich nicht. Vom Gefühl her seid ihr wie meine Kinder. Das weiß ich auch nicht. Wie Dortens ist der Schauspieler, der kann Deutsch. Wie besonders es ist, dass wir heute alle diesen Film sehen. Und beispielsweise ist sie erst morgen. Ganz lieben Dank für diesen Film. Und für das. Ja, jetzt haben einfach alle gewogen. Ehrlich, das ist so peinlich. Das ist cool. Knossi, was machst du, Junge? Die Story-Legende. Sieht man, dass ich das war? Natürlich. Guck mal. Zeig mal. Das war ein geiler Kinoabend. Ich bin schnell weggerannt. Ich bin schnell weggerannt und so getan, als ob Knossi das war. Und das ist die Kunst dabei. Wer war das gerade? Knossi. Genau. Was hast du da genommen? Hey, was hast du da genommen? Was ist das? Alles leer. Ellie hat so scheiße am Arsch. Du stinkst nach Scheiße. Aber sie stinkt so ekelhaft, ne? Ey, wenn jetzt auf dem Tisch Kacke ist, Ellie. Achso, es ist by the way schon 0.40 Uhr und ich werde alle 5 Minuten angerufen, wo ich bin. Medi und so sind auch alle da. Aber ja, wieder. Schau mal kurz, was er macht. Mhm. Ich mag Orange. Yes, baby! Einfach nur peinlich, was der da macht. Haarspray. Hi, Zelle. Mir geht's so perfekt. CP, Arschloch! Oh, Tony, was geht auf? CP, was geht hier? Mein Bester. Auch an der Zelle, dir geht's gar nicht gut. Mir geht's perfekt. Mir geht's absolut gar nicht gut. Ja, genau so geht das. Wirklich, ihr seid ein Bild. Nur! Habt ihr mal die Deko hier gesehen? Super. Wundervoll. Hast du heute Geburtstag? Nein, hast du nicht. Ich hab immer noch Geburtstag. Du hattest irgendwann mal Geburtstag. Ey, doch, du bist der Beste und wir haben heute auch schon geschrieben. Und ich werde am 2.4. werde ich da sein. Sie wurde am Kuhdamm abgezogen. Wie kann dein Auto am Kuhdamm in mein Auto gehackt werden? Eingebrochen. Meine Prada-Tasche geht klaut. Gar nicht. Prada-Portemonnee plus Geld und Karte. Das ist Quatsch. Meinst du, ich bin happy? Mir geht's absolut perfekt. Und ich werde mir heute so richtig einen Reiz trinken darauf. Zelle zeigt mir gleich ein zweites Outfit. Das ist mein erstes. Hast du mein erstes schon präsentiert? Ist schwer. Zeig mal, komplettes Outfit. Alles gut. Das ist schon die Hälfte. Hä? Wie schnell ging das? Der Tisch ist einfach. Ja. Die Junge, kennst du das Tischtennis-Turnier? Doch, das habe ich gesehen in deiner Story. Let's go! Yeah! Mein kurzes Tischtennis-Kind. Yeah! Das ist aber ist auch Peace gegen Mädchen. Und Bilu Dance. Noch mit dem Mund so hässlich. Guck mal auf deinen Mund. Das ist ein Barkeeper natürlich. Hab alles im Griff hier. Oh, Orange. Hat sich gemütlich gemacht. Oh. Das ist super, Zelle. Stark. Super. Alter, sie macht mir Angst. Doch ich weiß, was ich will. Ey. Super, Zelle. Yes, baby! Okay, danke. Oh. Ein bodenloses Duell. Mann, ja! Prügeln! Ich
der Slav-Fan. Ich habe nicht so viel gefilmt, ich hatte keine Lust, aber ich habe nochmal jetzt Nudeln bestellt. Und ich wünsche euch eine gute Nacht. Wir sehen uns in dem nächsten Video, wenn es wieder heißt, ich will mit dir mitgehen. Nein! Willst du mit mir mitkommen? Ich will mit dir mitgehen. Nein. Ich will mit dir mitkommen. Keine Ahnung, Mann. Alter. Du willst mich mitnehmen. Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karte auf und was willst du drehen? Mit den Medien kann ich mit deinem Baum. Oh mein Gott. Bubble Box. Yeah.